Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, heute wollen wir uns mal ganz kurz die Spritpreise angucken. Interessiert ja jeden Autofahrer, was man da an der Tankstelle abdrücken tun muss, ne? Für so ein bisschen da. Nimm mal so ein, was weiß ich, 50 Liter Tank hast, ne? Da kann ja eine ganze Familie schon einen Wocheneinkauf hier machen. Ja, toll, super. Wollen wir uns doch mal direkt nach dem Intro angucken. Wo ist es am teuersten und wo ist es am billigsten? Intro ab, bitteschön. So Leute, heute mal wieder mit Spekuliereisen. Sonst kann ich ja nicht gucken tun, ne? Also so wirklich nicht. Also, wer weiß denn, wo wohl der Sprit am teuersten ist? Nicht in Deutschland, auf der Welt, meine ich jetzt. So, gucken wir mal nach. Wo ist es denn am teuersten? Wer weiß es? Schreibt mal in die Kommentare. Ja, ich weiß das. In Deutschland ist er am teuersten. Deutsche sind ja mit den Preisen immer und überall Weltmeister. Falsch geraten, Herr Ragnarök. Absolut falsch geraten. Also am teuersten ist das wohl mal in Hongkong. Jo, da kostet der Liter 2,72 Euro. Moment, ne? Dicht gefolgt von Island. 2,87 Euro. Bombe. Das sind ja schon fast 70, also 60 Cent und ein paar kaputte Unterschied, ne? Deutschland ist ganz, ganz weit abgeschlagen mit 1,79 zur Zeit, ne? Das ist, lass mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An 10. Stelle ist Deutschland erst, ne? Also teurer ist noch Mayotte, Barbados, Italien, Schweiz, Griechenland, Norwegen, Dänemark, Niederlande, Marokko, Finnland, Island und natürlich Hongkong, habe ich ja gesagt. Oh, was? Nur Platz 10? Da müssen Steuern drauf. Hallo, Regierung, da müssen wir Steuern drauf. Das geht ja nun überhaupt nicht. So was, ja, also Steuern, viel mehr Steuern drauf. So, aber wer ist denn der Billigste? Wo kann ich mal eben schnell hinfahren zum Tanken? Mal eben schnell hinfahren, das ist geil. Das ist richtig geil, ne? Weil, ist soweit lohnt sich nicht, rechnet sich nicht. Also die drei billigsten Länder. Fangen wir mal mit Platz 3 an. Libyen, 28 Cent. Iran, 26 Cent. Und der absolute Spitzenreiter im Billigsein von Dünne Normal ist Venezuela. Wer weiß, was in Venezuela der Sprit kostet zurzeit? Nein, nicht zurzeit. Stand ist der 10. Juli 23. Die haben ja auch Schwankungen, ne? Bestimmt so tolle wie wir. Also in Venezuela kostet der Sprit jetzt gerade mal 4 Cent. Was? Nur 4 Cent? Hallo? Und bei uns 1,79? Und in Hongkong, wie wir waren, 2,70 Euro? Oh, also ich dachte ja immer, so das Öl fördern da bei den Saudis, ne? Das kostet immer gleich. Und ich dachte auch immer, das vom Öl zum Benzin machen, kostet auch immer gleich. Wie schaffen die Venezuelaner da die Preise so zu halten? Ja, ist doch ganz einfach. Stell dir mal vor, du gehst jetzt nach dem Aldi hin, ne? Da gibt's natürlich keinen Sprit, aber da kannst du Milch kaufen. Und die Tante an der Kasse guckt erstmal, was dein Einkommen so ist. Und wenn du ein kleines Einkommen hast, dann sagt sie, die Milch kostet 89 Cent. Und wenn du ein gutes Einkommen hast, dann sagt die Tante an der Kasse, der Liter Milch kostet 3,50 Euro. So in etwa machen die Saudis da. Die Saudis aus Arabien, die Sausäcke, machen die Preise, ne? Die können doch nicht nach Libanon und Iran und nach Venezuela so spottbillig verkaufen und in Deutschland und Hongkong so scheiße teuer. Das geht doch nicht. Ist doch überall der gleiche Fusel. Ja, Geld regiert die Welt. Die Saudis fördern das, kaufen an die Mineralölgesellschaften. Die basteln dann ein bisschen rum, bis Benzin oder Diesel rauskommt und die bestimmen den Preis. So, und dann kommt noch die Regierung zu. Die wollen natürlich ihre Steuern.
viel zu viel Steuern. Ah ne, mehr Steuern, wir sind ja noch nicht Platz 1. Also, trotzdem. Und noch die CO2-Steuer. Aber Leute, sag mal, kannst du nicht mal ein Video über die CO2-Steuer machen? Diese Ungerechtigkeit. Papp, warum nicht immer extra ein Video machen? Kann man das nicht hier direkt mit unterbringen? Weil der Preis vom Sprit da, ne? Der berechnet sich ja aus den Steuern sozusagen mit, ne? Auch die CO2-Steuer. Da habe ich nur mal ein Beispiel so grob zum Überlegen. Also ich hatte damals so ein Auto. 1,8 Liter, war mit der Schadstoffklasse XYZ, hat zwischen 7 und 8 Liter verbraucht. Und ich hatte die, was weiß ich nicht, 128 oder so Schadstoffklasse. Keine Ahnung, frag mich nicht mehr. Und mein Ableger, der Kleine, der hat ein anderes Auto gehabt, von einem anderen Hersteller. Den Deutschen, den Großen da, mit dem Stern dran, weiß schon, wen ich meine, ich mache ja keine Werbung. Also die Schrottkisten, die da immer so rumfahren und so scheiße teuer sind, ne? Also, der hatte exakt den gleichen Motor da drin. Exakt den gleichen. 1,8 Liter, die gleiche PS-Zahl, alles. Der war aber in der Schadstoffklasse viel, viel höher. Und Verbrauch hat er gehabt von zwischen 7 und 8 Litern. Also bitteschön, zwei identische Verbräuche. Zweimal die identische Leistung. Zweimal der identische Motor. Aber unterschiedliche Schadstoffklassen. Verdünn noch mal, wie kann denn sowas? Also das ist nicht gerecht, ne? Ich mit meinem sparsamen Auto, was wesentlich weniger CO2 raushaut, kann ja gar nicht gehabt haben. Mein Sohn haben sie verarscht. Mein Abkömmling. Gleiche Motor, gleiche Auto. Ja, Auto nicht, Auto war ein anderes. War gleiche Motor, gleiche Verbräuche, alles. Nur eine andere Schadstoffklasse. Würfeln die das? Ja, natürlich würfeln die das. Wie sollte denn das sonst rauskriegen, Verdünnelauer? Weil das habe ich auch schon angekriegt, Verdünnelauer. Knollte, das ist anstrengend. Wir werden abgezogen, wie immer. Guck dir selber mal, google mal die Spritpreise auf der Welt, guck mal selber nach, wo und was in welchem Land kostet. Und frag dich, ob unsere Preise hier noch normal sind. Frag dich mal. Natürlich sind die nicht normal, die Preise hier. Das weiß ja jeder. Und jeder regt sich jedes Mal wieder auf bei der Tanke. Ach, und ich kriege schon wieder einen Frosch in den Hals. Muss ich mal eben kurz nachspielen. Entschuldigung. Oh. Wesentlich bessere Temperatur wie gestern. Ha. So schmeckt mich das. Ja. Aber so ist das nun mal halt, nicht? Mit den Deutschen und den Hongkonesen, oder wie heißen die Menschen aus Hongkong? Hongkonesen, mit denen können sie es ja machen, ne? Überall da, wo Geld ist, wird Geld richtig abgezockt. Und in ärmeren Ländern, ja, die kriegen es dann halt für ein Apfel und ein Ei. Und die Regierung kriegt ja auch nicht so viel Steuergeld davon ab. Nur da, wo die Leute anständig Geld verdienen, wobei in Deutschland anständig Geld verdienen, zwei Welten prallen aufeinander. Also so, man kennt das ja so. So Umfragen und Statistiken, die da so gibt, was die Deutschen so alle verdienen, ne? Ja, verdienen tun sie, nur kriegen tun sie nicht. Geht es dir auch so? Was machst du mal los, du denn? Und was kriegst du nachher unterm Strich raus? Bevor sie dich, oder nachdem sie dich abgezockt haben, ne? Und guck mal, was sie dir alle abzocken, ne? Und dann mach dir mal deine Gedanken drüber, ob das so alles so richtig sein kann, ne? Und dann hört man immer wieder, oh, die Regierung nimmt sich jetzt einen Inflationsausgleich, 3.000 Euro. Da nimmt sich die Regierung Urlaubsgeld von, was weiß ich nicht, wie viel, 1.000 Euro. Dann hier eine Zulage, da eine Zulage, da eine Zulage. Und die Rentner werden von dem lieben Olaf ausgelacht, wenn sie fragen, kriegen wir auch einen Inflationsausgleich? Da sagt er nur, wie sollen wir uns das denn leisten? Also, in diesem Sinne, nachdenken und weitermachen.